Nenn mich Kai fällt gleich mit der Tür ins Haus oder besser ins Badezimmer. Da macht Andrea sich für den Tag fertig. Das braucht seine Zeit. Wie bei allen Frauen? Nein, bei ihr dauert es sogar noch etwas länger, denn sie möchte aussehen wie ein Mann. Und da beginnt das Chaos. Zunächst mal, als ihr Kumpel Marco schellt, der Andrea nur als etwas pummelige beste Freundin kennt. Der Gewinnerin des zweiten Egmont-Comic-Stipendiums, Sarah Bartschek, ist mit Nenn mich Kai ein ganz großer Wurf gelungen. Erfrischend, fluffig, leicht erzählt sie die Geschichte der transsexuellen Andrea auf ihrem Weg zur Geschlechtsanpassung. Ein steiniger Weg, auch wenn Andreas bester Kumpel ganz locker damit umgeht. Die Eltern sind zunächst einmal konsterniert. Ihre Freundin Britta wendet sich sogar ab und Andrea weiß natürlich selbst nicht, wo ihr Entschluss hinführen wird. Gezeichnet und erzählt ist alles so liebenswert, dass man sich als Leser oder Leserin dieser Graphic Novel am Ende wünscht, dass man Andrea bzw. Kai bald wieder sieht.